Hallo und herzlich willkommen zu Nummer 24 der Serie Mathe Kursstufe. Und diesmal, wie ihr schon sehen könnt, geht es um zwei Funktionen, die einander schneiden. Also zunächst mal Schnittpunkte von zwei Funktionen. Hier und hier. Und danach werden wir die Fläche berechnen. Wow, hart, viel Stoff für einmal, macht nichts, wir schaffen das locker. Denn ihr seid ja super. Und könnt mir die ganze Zeit aufmerksam zuhören. Wenn nicht, könnt ihr mich auch pausieren oder so. Also fangen wir an. Wir wollen als Endergebnis die Fläche zwischen den beiden Funktionen haben. Nennen wir die schwarze f von x und die rote g von x. Und wir wollen die Fläche zwischen den beiden Funktionen haben. Deswegen nehmen wir diese beiden Schnittpunkte hier und berechnen die Fläche zwischendrin. Die Fläche, ihr erinnert euch, Integral, ja, eigentlich kein großes Thema. So, das denke ich, kriegen wir hin. Also, ich habe jetzt hier mal zwei Funktionen aufgeschrieben, die vermutlich nicht stimmen werden, höchstwahrscheinlich sogar nicht, aber macht nichts. Es ist nur, damit ihr das Prinzip mal versteht und wisst, wie es funktionieren soll. Also zunächst mal wollen wir die Schnittpunkte haben und das kriegen wir ja ganz einfach hin, indem wir die Funktion gleichsetzen. Ups, nicht 21, sondern 2x. So, was genau bedeutet das hier? Das macht man einfach immer so, aber man weiß eigentlich nie wieso und das ist nicht so gut. Wir setzen, also einen Schnittpunkt haben, ich zeige euch nochmal kurz das Bild, bedeutet, dass der x-Wert und der y-Wert derselbe ist. Ja, ihr seht es hier und ihr seht es hier. Was wir jetzt hier machen, wir nehmen an, dass die x-Werte, x hier, jeweils derselbe ist, denn wir haben hier nur eingenommen. Wenn wir zwei unterschiedliche wollten, dann müssten wir hier t hinschreiben, ja. Da wir aber jedes Mal x nehmen, ist es derselbe. Und wir setzen ja sozusagen g von x, der Funktionswert, und f von x, der Funktionswert von f, setzen wir ja gleich, denn der Funktionswert ist ja x Quadrat, das ist das hier. Das ist f von x und das ist g von x. Das heißt, der y-Wert von x ist derselbe wie der y-Wert von f. Der y-Wert von g ist derselbe wie der y-Wert von f, tut mir leid. Und der x-Wert ist ja derselbe, weil wir hier nur eine Variable benutzen. So, jetzt wisst ihr auch mal, warum das so ist. Und ja, machen wir weiter. Erstmal packen wir das alles auf eine Seite rüber. Nämlich, ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht. Ich habe schöne Zahlen rausgesucht. Ich will ja nicht hier euch zeigen, wie man rechnet. Das könnt ihr von mir aus in die Kommentare schreiben, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Aber wenn ich jetzt hier auf beiden Seiten minus x Quadrat mache, dann fällt es weg. Dann habe ich hier immer noch 2x stehen, ist gleich 0. Und ihr seht schon, x ist 0, das heißt, dann habe ich halt in meinem Fall nur einen Schnittpunkt, auch kein Problem. Ich denke mir einfach den zweiten aus. Also ihr seht jetzt, wie man das macht. Und der zweite, x ist gleich 5. Stimmt jetzt nicht, macht aber auch nichts. Gibt es ja auch mal, dass man so offene Funktionen hat. Ich zeige es euch gerade mal kurz, was ich meine. Dass man hier jetzt zum Beispiel von hier bis hier berechnen sollte. Das ist dann sowas wie ein Dreieck oder Trichter oder was auch immer. Also ihr seht, man muss nicht immer von Schnittpunkt zu Schnittpunkt, aber es ist das Gängigste. In unserem Fall jetzt halt mal nicht. So, also wir haben x gleich 0 und x gleich 5 als Anfangs- und Endpunkte. Und jetzt fehlt uns noch die Fläche. Wie kriegen wir die Fläche raus? Ja, wenn wir f von x von g von x abziehen oder umgekehrt, dann bekommen wir doch eine Funktion raus, die uns genau den Abstand zwischen diesen beiden Funktionen ausgibt. Denn der Abstand ist ja f von x minus g von x macht ihr einfach, ich zeige es euch mal kurz. Wo ist Linie? Da ist Linie. In schön farbigem Grün. Und schön farbigem Blau. Nein. Das ist halt. Dann machen wir halt die Linie in grün. So. Gut.
Ah, halt, zu der braunen Linie fehlt noch ein bisschen. Ah, das ist schon wieder die. Muss die leider nochmal kurz wegmachen. Na, das Ding ist sehr ungenau, muss ich sagen. Okay, also. Jetzt haben wir halt nur eine Farbe, macht auch nichts. Okay, wir haben. F von x war unsere schwarze Kurve. Das heißt, unser Funktionswert f von x ist das hier. Unser Funktionswert g von x hingegen ist das hier. Ihr seht, es soll eine Klammer sein. Sieht gar nicht mal so übel aus. Ja, und wenn wir die jetzt voneinander abziehen, also das obere minus das untere, dann kommt was Positives raus, nennt sich auch Abstand dieser beiden Funktionen. An derselben Stelle, da wir beides mal denselben x-Wert benutzt haben. Und wenn wir das jetzt allgemein haben, dann haben wir sozusagen die Funktion, die uns den Abstand angibt, von f zu g. Das heißt, ich mache jetzt hier h von x, ich erstelle eine neue Funktion. Da hier plus 2x ist, mache ich das gerade mal kurz andersrum. Ihr werdet sehen, da kommt nachher was Positives bei raus. Das ist ja auch das, was ich will. Minus f von x ist gleich x² plus 2x, das hier, minus x², dann kommt 2x bei raus. So, und diese Funktion gibt mir jetzt meinen Abstand an, zwischen diesen beiden hier. So, und jetzt kann ich ja sagen, okay, der Abstand als Integral gibt mir die Fläche an. Wenn ich meinen Abstand und meine Abstandsfunktion also integriere, dann habe ich ja eigentlich die Fläche zwischen diesen beiden Funktionen. Ja, dann machen wir das doch mal und integrieren h von x. Ich mache diese beiden Werte hier mal kurz weg, 0 und 5. Wir können auch irgendwelche anderen Werte nehmen, ist scheißegal. Das brauche ich erstmal hier. So, groß h von x, ihr erinnert euch, Großbuchstaben immer für die Kreisfunktion x Quadrat mal 2, andersrum, 2 mal und dann noch 1 durch 2. Ihr seht gleich, warum ich das nur so hinmache. 2 mal 1/2 ist einfach 1. So, das ist die Fläche zwischen unseren beiden Funktionen. Und wir haben gesagt, wir wollen das zwischen 0 und 5 haben. Das heißt, ich mache jetzt hier mal Integral von 0 bis 5 über h von x, kleingeschrieben, gell? Hier, h von x dx ist gleich, so, erst oberes, also Groß H von 5, gerade andersrum, Groß H von 5 minus Groß H von 0 ist gleich, wenn ich hier 5 einsetze, habe ich 25, wenn ich hier 0 einsetze, habe ich 0, also 25 kommt raus. So, und das ist die Fläche zwischen unseren beiden Funktionen. Gar nicht so schwer. Ihr seht es eigentlich. Es ist einfach nur eine stupide Rechenarbeit, wenn man weiß, wie es geht. Ich zeige euch nochmal kurz das Bild, dass ihr das nochmal verinnerlichen könnt. Ich habe erstmal eine Funktion bestimmt, die mir den Abstand abhängig von x angibt. Und die habe ich dann integriert, denn der Abstand zum Quadrat, nicht quadriert, sondern integriert, denn der Abstand integriert hier praktisch, das ist ja hier alles der Abstand, wenn ich, also das, oh Gott, da sollte ich vielleicht eher Linien nehmen, nicht Pinsel. Ja, ich arbeite mit Paint. Peinlich, peinlich. Ich weiß, ich habe nichts Besseres. Doch, ich hätte GIMP. Das dauert zu lang, bis es startet. So, ihr seht, ich habe hier überall für die ganzen x-Werte, also im Prinzip für unendlich viele x-Werte zwischendrin hier, habe ich meine Abstandsfunktion. Und wenn ich die alle zusammenrechne, sozusagen integriere, das mache ich ja damit, dann habe ich die Fläche raus. In unserem Fall eher sowas hier.
Aber man könnte es auch so machen, dann einfach von Nullstelle bis Nullstelle. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt's verstanden, war eigentlich gar nicht so schwer. Denkt man immer, es ist irre schwer, aber wenn man mal weiß, wieso, dann ist es doch gar nicht mehr so schlimm. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.